Heute an dem schönen Tag fräsen wir etwas GFK, 2 mm Material, FR4 GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff. Geiles Material, äußerst robust. Wir brauchen ein paar Blenden oder Deckel für eine Steuerung. Also fräsen wir die daraus. Fräser ist ein diamantverzahnter Fräser, also Hartmetall, diamantverzahnt, 2 mm. Vorschübe muss ein bisschen gucken, 10-15 mm pro Sekunde. Durchtauchen tun wir in zwei Bahnen, zirkulierend eintauchend. Ganz wichtig beim GFK-Fräsen ist eine Absaugung. Wegen dem Staub. Der Staub ist nicht gerade gesund, sollte man nicht unbedingt einatmen. So, Nullpunkte habe ich angefahren. Bis hier. Z-Höhe haben wir vermessen. Jetzt starten wir das mal und gucken beim ersten Teil, wie das aussieht. Und danach wird das Teil 25 Mal kopiert, kommt ins Lager fürs nächste Mal. So, das erste war zum Testen, ob ich hier auch durchfräse. Tut es. Jetzt machen wir die Absaugung drauf und dann fräsen wir die restlichen. Absaugung ganz einfach hier. Die wird hier einfach drauf gesteckt und eingehängt. Schnapper zu. Schlauch drauf und dann geht es los. Will die jetzt hin? Wahrscheinlich zum Startpunkt.
Ich nehme euch mal ein bisschen mit. Fräsen kann die alleine. Wenn ihr heute noch Zeit habt dazu, um da weiterzumachen, ist fast fertig. Ja. Hinten haben wir unsere Big Mama, unsere kleine Hebebühne. So. Thank you.
und das äußere Teil ist schwarz lackiert. So, das ist die fertige Blende und das Ganze ist dafür.